Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Seht euch mal an, was da unten unterwegs ist. Und seht euch mal an, wo meine Base ist. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich das mal sagen darf. Da läuft ein Giganotosaurus rum. Das Schlimme ist, der ist auch irgendwie über Level 30 oder so. So, mal gucken. Warte, da hat man es kurz gesehen. Level 32 ist der auch. Wir haben ja gesehen in der vorletzten Folge, was ein Level 32 Giganoto anrichten kann. Und mein größter Albtraum wäre jetzt, dass dieser Giganotosaurus sich da an dem Felsen verpackt, genau. Nee, dass der jetzt hier zur Base rüberläuft und einfach mal den Kopf überm Zaun steckt und hier meine Dinos anknabbert. Ah, er hat sich entbuggt. Seht euch das an. Das kleine Schweinchen. Jetzt ist er weggeplöppt. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, weil er ja im Prinzip gesagt oder nicht gesagt habe, dass es schlimm ist, dass ich mir den Dodorex hier ercheatet habe, also die Kohle für den Dodorex besser gesagt, habe ich das Ganze jetzt nochmal vorbereitet. Und zwar werde ich jetzt nochmal einen Dodorex beschwören. Ihr habt mir auch so ungefähr gesagt, was ich besser beachten sollte diesmal. Also ich sollte gucken, dass ich dem Dodorex wenigstens 3-4 Mal Leben skille, weil der dann irgendwie über 1 Million Leben hat oder so. Keine Ahnung. Also dass ich das auf jeden Fall machen soll. Ja, und deshalb probieren wir das jetzt nochmal. Ich werde aber vorher wahrscheinlich, Moment, damit ich jetzt nicht meine ganzen wertvollen Klamotten mitnehme, weil es besteht ja immer durchaus das Risiko, dass das Zeug dann verloren geht, werde ich jetzt doch mal hier meine alten Sachen noch anziehen. Ich habe ja hier noch so ein paar Klamotten, die ich ja ausgetauscht habe gegen bessere. Ziehe ich einfach mal die alten Klamotten an. Dann ist wenigstens dann nicht alles weg, ja, dann sind wenigstens nicht die ganz wertvollen Sachen weg. Ich meine, die Ramshackle Fuhr Gauntlets, die wären weg. Hatte ich nicht noch andere Handschuhe mal gehabt? Egal. So. Dann beschwören wir jetzt nochmal den Dodorex. Und ich hoffe einfach mal, dass das Ganze nicht in einer Katastrophe endet. Weil das Schlimmste wäre echt, wenn der hierher kommt. Sollte das nicht klappen, dann muss ich den Giganotosaurus irgendwie die Schlucht runterlocken, ja? Dann locke ich den einfach ins Wasser. So, und wir sagen Summon. Und da steht er wieder rum. Wie bestellt und nicht abgeholt. Kann ich den nicht durchs Dach claimen? Nee, geht nicht. Geh schnell raus. Wir haben nur 20 Minuten und ich muss den vorher noch ein bisschen leveln. Nach Möglichkeit. Und hü-hüpf. Und hü-hüpf. Ha, habe ich das nicht toll gemacht? Viel eleganter als beim ersten Mal, ja? Aber wieso kann ich ihn jetzt nicht... Geht denn das jetzt nicht? Hallo? Hallo, ho? Oh. Ah, okay, gut. Alles klärchen. So. Jetzt muss ich irgendwie wieder vorsichtig versuchen, hier rauszukommen. Aber wartet mal, ich kann das doch auch so machen. Ich kann auch hier so ein bisschen zurück. Oh Gott, nein. Boah, das war knapp. So, jetzt geh erstmal hier lang. Weil je weiter ich erstmal von dem Giganoto weg bin, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach da bleibt, wo er ist. Ich muss erstmal hier ein bisschen Leben skillen, ja? Ich muss erstmal ein bisschen skillen. Nicht den T-Rex runterschubsen. Ey! Stirb! So. Jetzt gehen wir gleich mal Leben oben drauf. Am besten zweimal. Und Melee-Damage. So. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt über 1 Million Leben. Das muss eigentlich hinhauen, ja? Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, so im Vergleich zum letzten Mal auch. Vielleicht noch das Mammut platt machen, da haben wir noch ein Level ab, dann gebe ich noch einmal Leben. Und dann muss das hinhauen eigentlich. So. Leben geben. Ich muss Leben geben. Wie dieser Dodorex auch diese Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf hat, das ist so gut. So, dann wollen wir uns mal zum Giganoto begeben. Ich hoffe, der ist noch da. Ich hoffe, der ist nicht irgendwie jetzt runtergefallen oder so. Weil im Wasser sind... Ah, da hinten ist er, alles klar. Im Wasser sind die nämlich immer ziemlich schnell tot, die Giganotos. Alter, in dem Gestrüpp hier siehst du gar nichts schon wieder. Ah nein, jetzt hänge ich fest. Wo bist du? Da ist er. Da hinten habe ich ihn huschen sehen. Hier ist er. Geh tot, geh tot, geh tot, geh tot, geh tot, geh tot. Geh tot, geh tot, geh tot, geh tot, geh tot. Alter, mein Dodorex hat ja wieder nur noch die Hälfte. Was ist das denn? Der hat ja nur noch die Hälfte Leben. Alter, scheiße.
Ah, ich muss das Leben ja erstmal auffüllen. Das habe ich ganz vergessen. Schnell weglaufen. Ach, scheiße, das habe ich total verschwitzt. Ich muss das Leben ja erst auffüllen, bevor es voll wirkt. Bitte sag mir, der verfolgt mich nicht. Wie lange dauert das denn, bis 1 Million Leben aufgefüllt ist? Das dauert doch voll lange bestimmt. Nein, der kommt mir hinterher. Muss weglaufen. Was? Ah! Ah! Aus dem Weg! Ah! Ne. Ah, Moment, ich kann den doch force-feeden, ne? Geht das nicht? Moment, ich habe da jetzt bestimmt total viel Fleisch. Ich hoffe, das Gekrösel da hinten hält den ein bisschen auf. Ich fürchte, ganz so einfach ist es nicht. Scheiße. Woran sehe ich eigentlich, wie lange ich den noch hab? Das wäre auch mal interessant. Also, ich glaube, der Tipp vom wegen Lebensskillen ist, glaube ich, nicht so praktisch, weil im Endeffekt, das dauert ja ewig, bis der das Leben mal aufgefüllt hat hier. Bis da mal was passiert mit dem Leben. So lange kann ich nicht warten. Ich muss echt Midi-Damage skillen, dass ich so viel Schaden mache, dass der Giganotto gar keine Zeit hat, um irgendwie mir viel Schaden reinzudrücken. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich versuch's jetzt doch nochmal mit hier Force-Feed. Ha! Ha, nein! Schnell weg! Lauf! Lauf! Ah! Lauf! Um Gottes Willen, ich glaube, er ist direkt hinter mir. Lauf, lauf, lauf! Er ist direkt hinter mir! Nein! Ah, da vorne sind Wölfe. Die Wölfe machen wir mal platt, die skillen nämlich gut. Nein! Wo fliegst du hin? Oh Gott, dieser Wendekreis. Kommt zu mir, ihr Wölfe. Ich muss euch töten, ich muss leveln. Lasst mich leveln. Oh nein, ich darf auch nicht... Ha, nein, das ist der... Ha! Ha! Hey, wieso? Was ist denn das? Ha, nein, ich fall runter! Ihr Schweine, nein! Ah! Gottes Willen. Verdammte Axt. Boah, war das knapp. Gerade noch so wieder hochgezogen, liebe Freunde. Das kann einfach nicht wahr sein. So, Moment. Jetzt machen wir hier, jetzt gehen wir hier nochmal Schaden. Was sind das für schwere Schritte? Schritte, die Erde erbeben lassen? Okay, scheiße. Ich glaube, die 20 Minuten sind auch bald schon wieder rum hier. Das heißt, es ist gar nicht mal so gut, was ich hier mache. Ich muss gucken, dass ich auch wieder sicher nach Hause komme. Weil vom Giganotto kann ich ja zu Fuß nicht weglaufen. Das haben wir ja schon gesehen. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich gehe mal außen rum. Ah ne, wartet mal. Da war ja auch ein Giganotto. Verdammt! Jetzt wissen wir auch, warum das nicht gesund ist, durch Schneebiom zu laufen. Warum ich da immer drüber fliege, ja? Ich muss jetzt versuchen, wieder zurückzukommen. Wieso füllt sich denn das Leben beim Dodorex so arschlangsam auf? Das ist doch Beschiss hier. Was ist das? Ein T-Rex? Wieso lebst du hier? Wie kannst du hier leben? Wie geht das? Wieso lebst du? Müsstest du nicht eigentlich tot sein? Hier ist doch der Giganotto. Ha! Au, fuck. Das war unklug. Ach, guckt mal, lol. Der Giganotto hängt da. Haha. Der hängt da fest. Wartet mal, ich kann den doch mit Feuer bearbeiten. Moment, erstmal den Wolf töten. Jetzt wende doch mal, Mensch. Deinem riesigen Wendekreis wie ein Auto, ey. Ey! 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 Ihr kleinen Arschmaden hier, wie ihr mich immer hier bearbeitet. Und nicht fallen. Alter, der... Ja, okay. Aua! Aua! Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Was ist das? Ha! Wölfe! Ihr kleinen Schweinchen! Ihr kleinen miesen Schweinchen. Ich glaube, ich raste aus hier. Stirb! Ey, wie lange das dauert, so einen Wolf zu töten, ne? Mit dem Dodorex. So, jetzt vorsichtig. Muss Schaden an dem Giganotto machen, ohne dass er mich erwischen kann. Das geht ja nur mit Feueratem. Jawohl! Hahaha! Uhuhuhu! Brenne, du Bastard! Brenne! Ja, da guckst du. Da guckst du. Da kannst du nur gucken. Da kannst du nur gucken.
Da kannst du nur gucken. Lulu. Hululu. Hulu. Ich würde sagen, die Mission Basisrettung ist erfolgreich abgeschlossen. Und vielleicht kriege ich ihn noch platt. Mal gucken. Ich hoffe es. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist. Also ich sag's mal so, ich habe den ja so bei Minute 3 wahrscheinlich, habe ich den Dodorex beschworen. Das heißt, ich habe jetzt hier auf meinem Tacho für die Folge, habe ich 10 Minuten. Das heißt, ich müsste eigentlich noch genug Zeit haben. Yay! Er ist tot, Jim! Er ist tot, er fliegt! Aber warum habe ich dafür keinen Kill bekommen? Warum stand da nicht, du hast einen Dodorex getötet? Das verstehe ich nicht. Du hast einen Giganotto getötet. Das müsste doch da eigentlich stehen, oder nicht? Also auf jeden Fall können wir festhalten, er ist zu den Sternen aufgebrochen. Lol, da oben hängt er noch. Oh, geil, ich kann sogar die Leiche plündern. Ich muss noch schnell zurück. Ich muss noch schnell zurücklaufen, schnell den Ketzer holen, hier hinfliegen, dann kann ich die Leiche plündern. Wie geil ist das denn? Gottes Willen, schnell. Nein, nicht festhängen. Jetzt bloß nicht festhängen. Was passiert eigentlich mit dem... Oh nein! Was passiert eigentlich mit dem Dodorex, wenn er... Wenn die Zeit abläuft. Ich hoffe, der ist dann weg. Nicht, dass der dann alles platt macht. Das wäre ein bisschen uncool. Mensch, jetzt geh mal hier, du Opa. Du Riesenopa. Also, wir haben ein Level 32 Giganotto platt gemacht mit dem Dodorex. Ich würde sagen, das können wir als vollen Erfolg verbuchen. Die ganze Aktion. So, ich park den mal so ein bisschen hier so auf Abstand. Ich fliege jetzt mal schnell zu der Leiche vom Giganotto. Und dann versenke ich am besten den Dodorex im Meer. Weil ich will nicht das Risiko eingehen, dass der mir hier jetzt nochmal über den Weg läuft. Und dann vielleicht noch irgendwie meine Dinos tötet oder so. Ach, der folgt mir sowieso, ne? Oder? Nee, der folgt mir nicht. Ach, egal. Schnell zur Giganotto-Leiche. Die will ich unbedingt plündern. Ich will wissen, was da drin ist. Vielleicht ist da ja auch gar nichts Tolles drin. Man weiß es nicht. So, der muss ja hier irgendwo... Da hängt er. Lol. 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 Das ist einfach mal so gut. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig. Wie das aussieht. Oh ja, da friert es sogar ein. Nein! Die Leiche ist weg. Scheiße. Ich bin zu spät. Ach Mann. Fast hätte ich sie noch geplündert. Aber hä? Sind die nicht normalerweise? Liegen die doch 10 Minuten oder nicht? Egal. Naja, dann haben wir... Auf jeden Fall war es den Blick wert, ja? Diesen Giganotto da in der Luft hängen zu sehen. Das war es auf jeden Fall wert. So, wir haben jetzt noch mit dem Dodorex, ich glaube, ungefähr knapp 10 Minuten. 9 oder 10 Minuten haben wir noch. Was ist denn das da? Ein T-Rex. Schweinerei hier. So geht das aber nicht. Der will meine Tiere anknabbern. Wisst ihr, was wir da machen? Ah nein, Mist. Oh. Nee, da komme ich ja gar nicht mehr hin, ne? Ich komme ja gar nicht mehr zum Dodorex. Aber vielleicht ist er ja so dumm und greift den Dodorex an. Obwohl, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich zum Dodorex komme, ohne dass ich jetzt da am T-Rex vorbeigehen muss. Hui. Es ist sehr hoch, aber ich sollte den Sturz überleben. Wow! Hat nur leicht gezwickt. Jetzt schnell zum Dodorex. Und... Haha! So, jetzt haben wir noch den T-Rex da platt. So viel Zeit muss sein. Komm mal her. Nein, wieso hänge ich schon wieder? Ich hänge fest. Sterbt. Ihr Unwürdigen. Jawohl. Ah, diese kleinen Wölfe, die nerven eigentlich am meisten, wenn ich das mal sagen darf. Ho, 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 ho. Au. Au, wer zwickt? Wer macht sowas? Eine Katze. Eine Katze zwickt mich hier einfach. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl alles nicht wahr sein. Und da habe ich wieder ein Level ab. Ja, Melee-Damage, ne? Haben wir ja gesehen, dass das das Sinnvollste ist. Ja, also der Tipp mit dem Leben, das war leider nicht so produktiv. Da habe ich mir irgendwie auch mehr von erhofft. Also, ja, man muss natürlich da echt dabei bedenken, wenn man den beschwört
und das Leben hochskillt, dann muss das Leben natürlich auch erstmal die Zeit haben, auf die Menge anzusteigen. Und anscheinend ist die Lebensregeneration von dem Vieh nicht so groß. Und deshalb dauert das halt seine Zeit. Theoretisch könnte ich den doch töten, indem ich mit dem einfach nur einen leichten Abhang runterrenne, oder? Wenn ich hier irgendwie so von dem Hügel da runterrenne, müsste ich den doch eigentlich schon töten können. Dann müsste er ja doch schon tot sein. Ja, genau so. Genau so meine ich das. Was ist das da hinten? Na, noch ein T-Rex. Da kommen jetzt, wo wir einmal dabei sind. Ich kriege ja auch Erfahrungspunkte dafür. Das darf man ja nicht vergessen. So, nein, wo hänge ich denn? Am Megalozoros habe ich festgehangen. Mobbingkreis. Tötet sie alle. Töten, töten, töten. Jawohl. Und noch den Argentavis hier. Komm, fliegt mir direkt ins Maul. Genau. So. Geben wir hier nochmal Mini-Damage. So, jetzt sind es nur noch 4 Minuten oder so, glaube ich. Ne, 6 Minuten. Ja, bevor wir es jetzt hier überstrapazieren, würde ich sagen. Wem hänge ich denn hier schon wieder? Ich hänge an euch allen fest. Ey! Hör auf, Mammut. Schubs mich nicht. Ich grill dich, ich grill dich. Aua! Kleines Schwein. Hallo, was ist das für ein Mammut? Krass. Wie lange das gelebt hat. So. Nochmal Mini-Damage. Gehen wir nochmal auf die Mammuts da hinten. So leicht werde ich nie wieder Erfahrungspunkte bekommen. Und so schnell vor allem. Alles töten. So, und dann machen wir Folgendes. Eigentlich stehst du hier schon ganz gut, lieber Dodorex. Ich lass dich dann auch da gleich mal stehen. Oh, scheiße, ich habe ja Hunger. Weil, wo ist denn hier die Tür? Ah, hier. Schnell. Lass mich rein. Ich muss essen. Oh Gott, das habe ich voll gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass ich ja auch essen muss. Schnell. Ich muss den Weihnachtsbraten aus der Röhre holen. Komm. Wo? Hier, hier, hier. Gut, dass ich für so eine Fälle immer eine Notfallreserve auf Tasche habe. So. Und trinken auch. Jetzt machen wir Folgendes, damit der Dodorex nicht hier irgendwie anfängt, mich zu töten oder so, werde ich ihn jetzt auf Folgen pfeifen und werde jetzt mit ihm in die ewigen Wässer entschwinden. Du fliegst nach unten, ne? Was war denn jetzt? Hä? Ist er einfach weg? Oder ist er runtergefallen? Ach, da unten ist er, okay. Damit der hier nicht irgendwie anfängt, jetzt Stress zu machen. Wartet mal, aber an sich kann er doch eigentlich hier hin und dann gleich mal da die Viecher platt machen. Das war das gleiche Problem wie beim Alpha-Rex auch. Der ist dann da die Eisscholle nicht hochgekommen. Das schaffen die irgendwie nicht, wenn die so groß sind, die Viecher. Weil dann das meiste vom Körper unter Wasser ist, wie beim Eisberg, ja. Und dann glitschen die immer so nach unten unter die Eisscholle, anstatt auf die Eisscholle rauf. Das ist leider aber ein bisschen blöd. Kann ich eigentlich mehr sehen, wenn ich Licht anmache? Nee, nicht wirklich. Ich muss halt aufpassen, dass der, wenn der despawnt... Ach, 4 Minuten, okay, da sieht man's. Ja, sicher ist sicher. Ich würde sagen, was nach den 4 Minuten passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. An der Stelle beende ich jetzt die Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.